Ich will da nicht reingehen. Bitte lass mich da nicht reingehen. Bitte, 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 bitte. Eingang, der in eine andere Welt führt. Ein Ort, an dem sich die Natur anders verhält. Ein wunderschöner... Steht der Ort? Nein, Oase. Danke. Die Schrift deiner Schwester ist echt scheiße. Deshalb fehlt auch vieles, weil sie es selbst nicht lesen kann. Die Fahrt dauert jetzt schon länger als geplant. Wahrscheinlich ist es besser, wenn wir schon am Sonntagmorgen wieder zurückfahren. Sonntag? Aber bleibt uns dann auch genug Zeit? Das sind 5 Tage. Ich meine, wie lange wolltest du denn hier draußen bleiben? Keine Ahnung. Ich meine, schließlich fahren wir wegen Marilyn hier raus. Was ist, wenn wir sie nicht finden? Wir finden sie schon. Nur am Montag muss ich wieder bei der Arbeit sein. Ja, muss ich auch. Ja, richtig. Ohne dich funktioniert da ja auch nichts mehr. Hört sofort auf. Das ist nur vorübergehend. Wenn ich kein Visum habe, fliege ich sofort wieder raus. Du bist mit Abstand der süßeste Page. Keine Sorge. 5 Tage sind eine lange Zeit. Und wir werden sie früher finden. Na gut. Woher wissen wir eigentlich, dass sie sich in Gefahr befindet und nicht einfach nur Marilyn ist? Vielleicht lässt sie sich's in irgendeiner Hippie-Kommune einfach nur gut gehen. Das würde auf jeden Fall zu ihr passen. Wisst ihr, Leute, ihr versteht mich einfach nicht. Weil auch wenn sie in so einer Kommune wäre, würde sie mich das wissen lassen. Im letzten Sommer war sie campen, da beim Logan Pass. Selbst von dort oben hat sie mir geschrieben. Und das war ein Gletscher. Sie hat sich vom Logan Pass gemeldet? Ja. Und das sogar häufiger. Das ist mehr, als ich von euch bekomme. Und wir wohnen praktisch nebeneinander. Alles klar. Das ist jetzt genug. Oh, dass die Fahrt so lange dauert, hätte ich wirklich nicht erwartet. Die Sonne wird gegen 8:45 untergehen. Wenn wir also vorher unsere Zelte aufbauen, ist alles gut. Nein, lass uns bitte rechtzeitiger ankommen, sonst drehe ich noch durch. Oh, Garrick, das wusstest du doch schon vorher. Warum bist du dann eigentlich mitgekommen? Weil Mackenzie mich darum gebeten hat. Nein, das war anders. Ich habe Martin gefragt und er wollte euch alle dabei haben. Ist doch lustiger, oder nicht? Jetzt wirklich, wie lange wird's noch dauern? Mit Sicherheit noch 3 Stunden. Na gut, kommt mal runter. Ich fahre, also könnt ihr doch ein bisschen schlafen. Weißt du, ich habe mich auf die Fahrt gefreut. Ich dachte tatsächlich, es würde ein ganz kleines bisschen spaßiger sein. So mit Bier trinken und an einer Tankstelle halten, wo ein alter Mann arbeitet, der unsere Mädchen anmacht, bis Edgar ihm ins Gesicht spuckt. Daraufhin würde er uns verfolgen, weil er genau weiß, wo wir hinwollen. Oh mein Gott, weißt du eigentlich, was du da redest? Nur, dass du es weißt, wir haben Spaß. Stell dir vor, wir würden uns auf einer Jagd befinden. Ich habe sowas noch nie gemacht und muss dir sagen, das ist schon spannend. Ja, finde ich auch. Es ist wie ein gefährliches Spiel. Ja, nur mit dem Unterschied, dass wir Marilyn finden und nicht töten wollen. Ja, richtig, das macht es schon anders. Hey, wissen wir eigentlich irgendwas über den Kerl, den wir nachher treffen werden? Du meinst, außer der Tatsache, dass dieser Arsch uns Kohle abknöpfen will, bevor er uns irgendwas von unserer Schwester erzählt? Ja, was für ein Arsch. Also von Geld hat er überhaupt nichts erwähnt. Nun, was stellt er sich stattdessen vor? Das werden wir schon herausfinden. Er war der Einzige, der auf den Post geantwortet hat. Suchen nach Marilyn Cody, zuletzt im Cinder National Park gesehen. Bei Information bitte anrufen. Du hast das so ins Netz gestellt?
Und darauf hat sich jemand ohne sexuelle Hintergedanken gemeldet. Ja, meistens antworten die Leute, wenn sie Informationen haben. Sie hat recht. So wie der Typ aus Deutschland, der sich essen lassen wollte. Oh, den hatte ich schon beinahe vergessen. Armin Muse. Und seine Freunde dachten, darauf antwortet eh keiner. Ich denke, er hatte gar keine Freunde, aber er glaubte an etwas. Darum postete er auch seine Kannibalenannonce. Und eine Woche später meldete sich dieser dänische Typ und ließ sich essen. Manchmal braucht man einfach Hoffnung. Ist das wirklich wahr? Du kannst nachsehen. Das stimmt. Oh mein Gott, was für kranke Leute es auf dieser Erde gibt. Ich muss pinkeln. Zweiter. Und dritter. Ach, egal. Will sonst noch jemand? Oh ja, das klingt echt gut. Dürfen bipolare Menschen eigentlich trinken? Jetzt komm schon, Mann. Ja, ich darf ein Bier trinken, du Spinner. Nur nach Mitternacht darf ich nichts mehr essen. Merk dir das mal. Tut mir leid, Mann. Ach, kein Thema. Weißt du, ich dachte, du warst ja im Krankenhaus. Also, Leute, ich bin in Ordnung, verstanden? Die manische Episode, wie die Ärzte sagen, war stressbedingt. Was ich zu tun habe, ist, diese Pillen hier regelmäßig zu nehmen und es ruhig angehen zu lassen. Dieser Ausflug ist genau das Richtige für mich. Ist schon viel zu lange her, dass ich zelten gegangen bin. Sicher tut mir das ganz gut. Es ist bestimmt nicht verkehrt, ihn dabei zu haben. Letztens hat er diese Rafting-Trips in Colorado angeführt. Marilyn hat häufig davon gesprochen, wie gefährlich deine Aktionen waren. Ich meine, aus ihrer Sicht muss das ziemlich beeindruckend gewesen sein. Das hat sie wirklich über ihn gesagt? Ja, hat sie. Fuck, Mann. Ich bin beeindruckt. Oh. Deine ältere Schwester muss wirklich außergewöhnlich sein. Wir müssen sie schnell finden. Ja, richtig. Geht's weiter? Ja. Wir wollen weiter. Alles klar, wir müssten bald da sein. Ja, ich denke, wir sind da. Oh, Scheiße. Sieht runtergekommen aus. Euch ist schon bewusst, dass hier ein gruseliger Kerl mit wenig Zähnen im Mund arbeiten wird, oder? Ja, genau. Vielleicht ein Serienkiller, der in Rente gegangen ist. Und der nur darauf wartet, dass ein paar Großstädter kommen und in seine Falle tappen. Denkst du, es gibt pensionierte Serienkiller? Du meinst, weil sie zu alt sind und dann damit aufgehört haben? Ja, genau. Und jetzt leben sie ein normales Leben. Ganz sicher ist unser Vermieter so einer. Na gut. Wer kommt mit? Ich bestimmt nicht. Ja, ich denke, ihr regelt das schon. Wer hat diese Loser mitgenommen? Komm, ich muss pinkeln. Du schaffst das schon, Schwesterchen. Irgendwie ist es ja gruselig. Meinst du, hier gibt es vielleicht wirklich so einen Serienkiller? Jetzt lass das, das war doch nur Blödsinn. Bestimmt verteilt er die Leichenteile hier im Essen. Darcy, das ist widerlich. Ich will doch nur, dass du auf das Schlimmste vorbereitet bist. Oh Mann, das ist... Hallo? Unglaublich hier. Hallo, guten Tag. Sind Sie verrückt geworden? Oh Gott, ihr zwei habt mich gerade zu Tode erschreckt. Ist euch das bewusst? Ach ja, wir haben Sie erschreckt. Sie sind doch gerade aus dem Nichts aufgetaucht und haben uns... Wer tut sowas? Ich hab doch nur Hallo gesagt. Ja, aber doch nicht, wenn Sie direkt hinter jemandem stehen. Oh, das tut mir leid. Ich war gerade hinten beim Geschirrspüler. Ich hab nicht gehört, wie ihr gekommen seid. Ich denke, unsere Jungs draußen machen sich schon Sorgen. Glaub ich auch. Ich müsste mal auf die Toilette. Können Sie mir sagen, wo ich die finde? Kann ich dich allein lassen? Ja, kein Problem. Bist du auch sicher?
Ira, du kannst ruhig gehen. Du findest die gleich hier drüben. Danke. Entschuldigt nochmal. Hi, ich suche nach einem Mann, der Leonard heißt. Kennen Sie ihn? Ja, das bin ich, Leon. Oh, ja, wissen Sie, ich bin Mackenzie. Wir haben uns online... Über deine Schwester unterhalten. Genau. Sagen Sie, wissen Sie, wo sie ist? Also das hier sind Herzfrequenzmonitore, ganz einfach am Handgelenk zu befestigen. Und dieses Telefon ist für dort drüben optimiert. Eigentlich bekomme ich einen Pfand für die Sachen, denn die sind sehr teuer. Und gerade die hier. Das hier solltet ihr trinken, bevor ihr reingeht. Nicht danach. Es schmeckt nicht gerade gut, aber dadurch können sie mit euch in Kontakt treten. Oh, warten Sie, ganz ruhig. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich überhaupt was davon brauche, egal wofür das gut ist. Ich will einfach nur meine Schwester finden. Also, was ich weiß, ist, dass sie im, Cinder Park ist. Und wenn sie im Cinder Park ist, ich weiß einfach nicht, wo sie momentan ist. Bei den Wasserfällen oder an einem Platz, der mir unbekannt ist. Was soll das werden? Deine Karte kannst du vergessen. Du brauchst diese hier. Ja gut, aber sie ist doch im Cinder Park. Dort müssen wir doch hingehen. Nein, das Schild zeigt den Cinder Park. Aber ihr geht nicht dorthin. Also wissen Sie, ich verstehe nicht ganz. Du weißt von nichts? Hat deine Schwester dir nicht erzählt, wonach sie hier draußen auf der Suche war? Nein, sie hat mir nichts erzählt. Nur, ich habe nur... das hier. Ihr Tagebuch? Ja. Das ist bei uns beiden so. Sie würden es nicht verstehen. Ja, ja, sicher. Also gut, sie erwähnt immer wieder diesen... einen geheimen Durchgang im Wald, aber sie schreibt nicht, wohin er führt oder sonst irgendwas. Das ergibt keinen Sinn. Und sie erwähnt auch immer wieder einen Ort, den ich auf keiner Karte ausfindig gemacht habe. Ich glaube, sie nannte ihn... das Axiom. Ja. Deine Schwester überrascht mich. Wie ist sie nur an diese Informationen gekommen? Hier auf diesen Seiten... schreibt sie davon, wie gefährlich der Wald ist. Und dass dort eine Menge Menschen verschwunden sind. Unvorsichtigkeit ist gefährlich. Man sollte besser auf die Menschen hören, die einem helfen wollen. Der Cinder Park. Du folgst diesem Weg hier. Den Durchgang, von dem deine Schwester in ihrem Buch geschrieben hat. Gibt's wirklich. Und er ist genau hier. Und was ist so Besonderes daran? Ich meine, diesem Durchgang, diesem Weg. Wo führt er hin? Endlich stellst du die Frage. Bitte, versprich mir, dass du nichts sagst. Ich kann nicht glauben, dass du es erst ihm erzählt meine hast. Meine Güte, ich bin ihr Bruder und sein bester Freund, also sollte ich es zuerst erfahren. Du bist nicht sein bester Freund. Wir sind alle beste Freunde, gleichberechtigt. Wer wird dein Trauzeuge sein? Genau. Hört jetzt bitte auf damit, weil sie will noch niemandem davon erzählen. Hm? Da, sie kommt. Ruhe jetzt. Das hat's dir. Und das wird also deine Frau? Ja, das wird sie. Ist Mackenzie immer noch da drin? Ja, ist sie. Sie ist schon ganz schön lange in dem Haus. Du solltest nach ihr sehen. Kannst du nicht? Das haben wir doch besprochen. Oh. Gibt's hier etwa Ärger, von dem wir keine Ahnung haben? Zoff unter Geschwistern? Nein, wir verstehen uns gut. Das tut ihr definitiv nicht. Kurz vor der Fahrt habe ich ihr erzählt, dass Darcy und ich nach Clayton ziehen werden und... Das ist ungefähr 20 Meilen entfernt. Ganz genau. Aber ihr kennt Mackenzie. Sie will ihre Familie in ihrer Nähe wissen und das immer und die ganze Zeit. Und mir ist das auf Dauer zu nahe. Mein Gott, sie liebt dich und will dich in ihrer Nähe haben. Verstehst du? Das ist alles. Oh, jetzt wird mir klar, warum wir uns auf der Suche nach Marilyn befinden. Sie will sich irgendwie von euch losreißen. Sicher. Damit hätte ich überhaupt kein Problem. Du bist doch ihr großer Bruder. Das hat keine Bedeutung. Jetzt komm schon, bitte. Für mich. Na, was machst du? Ich zeige mich nachher auch erkenntlich. Hey, ich komme gleich wieder, hm? Ich kann es nicht glauben.
Wieso sollte ich Ihnen das alles glauben? Denkst du wirklich, dass ich mir so eine Geschichte komplett ausdenke? Ganz sicher. Ich kann mir nicht vorstellen, dass meine Schwester bei so einer Sache mitgemacht hätte. Sie sind einfach ein Lügner. Ich bin kein Lügner. Das ist überhaupt nicht möglich. Ich weiß, man kann es erstmal schwer glauben. Du musst dich dafür zunächst öffnen. Sie können jetzt aufhören, mich an der Nase herumzuführen. Ach was, es ist auch egal, ob du mir glaubst oder nicht. Du wirst es schon sehen. Wenn ihr da seid, werdet ihr spüren. Es ist warm. Und wenn ihr näher kommt, spürt ihr die Vibration. Als würde auf der anderen Seite Musik spielen. Dann wisst ihr, dass ihr da seid. Und jetzt hörst du mir gut zu. Jetzt werden wir das ganze Zeug hier in deinen Rucksack packen. Hallo, guten Tag. Alles klar? Ja. Ich bin Martin. Martin, ich bin Leon. Guten Tag, Sie wissen also, wo unsere Schwester ist? Ich denke schon. Ich habe es ihr auch gerade erklärt. Folgt einfach dem Weg und in der Mitte des Waldes werdet ihr auf Gästehäuser stoßen. Und irgendwo dort muss sie sein. Na gut, besten Dank. Was bin ich Ihnen dafür schuldig? Ihr könntet mir einen Gefallen tun. Als wir das letzte Mal im Zinderpark waren, hat meine Frau etwas verloren. Eine Kette, und sie hätte sie natürlich gerne zurück. Hier, nehmt das hier. Sie ist hübsch, nicht wahr? Und seht ihr die Kette? Sie wird sich bei einem der Gästehäuser befinden. Dinge tauchen dort immer wieder auf. Sie können doch auch hinfahren. Ich habe hier alle Hände voll zu tun. Wie ihr sehen könnt, steht hier so einiges an. Ja. Also gut, wir werden die Augen offen halten. Das würde ich wirklich sehr zu schätzen wissen. Eigentlich ist der Park schon geschlossen, aber ich kenne den Ranger gut. Hier, klebt das an eure Windschutzscheibe und ihr habt keinen Ärger. Toll. Danke, Mann. Ich bin ein Bewunderer von Marilyn. Ich hoffe, es geht dir gut. Und pass auch auf diese Schwester auf. Viel Glück. Hey, geht es dir gut? Was hat er gesagt? Mackenzie, alles in Ordnung? Merkwürdig. Warum sollte sie sich mit diesem Kerl treffen? Weil der Park eigentlich geschlossen ist. Und jetzt kommen wir rein. Alles klar. Dann suchen wir jetzt Marilyn. Ich habe keinen Empfang mehr. Oh, was sollen deine 12 Follower jetzt nur tun? Oh, bei mir ist auch nichts mehr. Wenn der Park schon geschlossen ist, warum wollte Marilyn dann zu diesen Gästehäusern? Was glaubst du, wonach sie gesucht hat? Ich weiß nicht. Wir werden wohl campen müssen. Die Sonne geht gleich unter. Leute, ich befürchte, dass wir unsere Zelte im Dunkeln aufbauen müssen. Ich kann dich heute Nacht ja mal in deinem Zelt besuchen kommen. Oh, willkommen im Cinderpark. Wir sind endlich angekommen. Endlich kommen wir aus diesem Auto raus. Kein Stress, weil wir hier sind, oder? Ich meine, ihr könnt mir ja viel erzählen. Garrick, beruhig dich. Wir haben alles im Griff. Wusstet ihr eigentlich, dass es hier eine sehr seltene Froschart gibt? Fröschen? Ja, ich hab's nachgelesen, bevor wir losgefahren sind. Keine Sorge. Gott, was sind war nicht das? Die Giftigen Dinge. Thank you.
Ah, da rechts geht's zu den Gästehäusern. Sie, der Pfad führt hier entlang. Kenz, was ist denn? Hey, Garrick. Komm mal her. Willst du mir helfen? Klar. Gut, dann komm her. Ich will, dass du dort in diese Richtung 20 Schritte gehst, ja? Kriegst du das hin? Na klar, aber warum können wir nicht Tust zusammen... Tust du's? Ja, aber natürlich. Schön. Dann los. Okay, Mackenzie, ich gehe. Und gehe. Ist das weit genug? Alles klar, Leute. Der alte Wir-verstecken-uns-jetzt-alle-Trick. Ich muss sagen, ihr seid richtig lustig. Bist du immer noch stoned? Ah, alles klar bei dir? Schisser. Na gut, gehen wir. Ich bin mir sicher, dass er schon mal Sex mit einem Mädchen hatte. Es ist nur schon sehr lange her. Du meinst Garrick? Ja, glaube ich nicht. Oh, was soll das denn hier? Oh. Es ist einfach viel zu heiß. Ich werde keinen einzigen Schritt mehr gehen. Oh. Ich glaube, die halten an. Jetzt komm schon. Du kannst mich mal, Martin. Du hast nichts davon erzählt, dass wir hier wandern gehen würden. Lass ihn, Mann. Er soll sich ausruhen. Hast du was zu kiffen? Aber lass uns ein Spiel spielen. Das heißt, wir bauen die Zelte auf und dann kannst du einen Joint mit uns rauchen. Blöder Wichser. Gut. Ich habe gerade eine super Idee, nämlich wie ich an eine Green Card komme und dann ins Days Inn und dann sage ich auf Wiedersehen. Glaubst du das jetzt wirklich? Was denn? Du hast doch auch gesehen, wie sie mich am Arm berührt hat. Ah ja. Na, was sagst du dazu? Eine Doppelhochzeit und wir sind unsere Trauzeugen. Ich habe das jetzt einfach nicht gehört. Wir haben nicht ewig Zeit. Los, kommt schon. Wollt ihr jetzt etwa vor uns ablosen? Ihr beide werdet euch noch umsehen. Na los, geht schon. Aus diesem Grund geht bei dir auch nichts ab. Wow. Wow. Nicht nett. Ich bin so verschwitzt. Und die Sonne ist immer noch am Himmel. Wie kann das sein? Es ist fast 9. Die Sonne geht hier im Norden etwas später unter. Nun ja. Aber ziemlich hell für die Zeit. Darcy und Mackenzie, unternehmen die beiden immer noch viel zusammen? Nein, nicht wirklich. Darcy hat ihre Freunde von der Arbeit und Mackenzie, ja, sie hat... Dich? Hat sie einen festen Freund? Ich glaube nicht, weiß nicht. Alter, du weißt nicht, ob deine eigene Schwester einen Freund hat? Wir kümmern uns drum. Mach dir nur keine Sorgen. Ich finde sie im Moment ein bisschen nervös, aber ganz ehrlich, ich mag das.
Ich liebe deine Schwester und ihre Shorts. Und bestimmt wollte sie schon immer mal einen britischen Kerl. Jungs? Edgar? Was ist denn los mit dir? Seht ihr sie nicht? Wen denn? Seht doch hin, das Mädchen. Ich weiß nicht, ich sehe niemanden. Geht's dir gut, Mann? Was ist denn? Ja, geht schon. Was hast du gesagt? Ich habe gar nichts gesagt. Was hast du gerade gesagt? Solltest du wirklich so viele davon nehmen? Ja. Alles super, mir geht's gut. Hey, es ist wirklich alles gut. Ja, meinst du? Ja, ganz im Ernst, bitte jetzt. Lasst uns endlich weiter. Jetzt komm schon, du Vogel. Ja, ich komme. Die Sonne scheint immer noch. Ja. Das ist echt merkwürdig. Es ist schon spät. Es ist schön hier. Naja, in der Stadt ist es immer so hektisch, so unruhig. Aber hier ist es wunderschön. So friedlich, weißt du? Clayton wird nicht viel besser sein, das ist dir schon klar. Ich wollte es ja nur sagen. Ja. Martin hat schon erzählt, dass du sauer bist, weil wir wegziehen. Ich bin überhaupt nicht sauer. Nur ich kenne ihn einfach. Wir werden ihn nicht mehr oft sehen. Aber das ist schon okay. Wenn wir Marilyn gefunden haben, kann er tun, was er will. Und da ihr ja jetzt zusammenzieht, scheint es ja ernst zu sein. Ja, das ist richtig. Und deswegen wäre es auch schön, wenn wir auch mehr Zeit miteinander... Ist es das? Ja, sieht so aus. Ja. Das wird es wohl sein. Wo ist Garrick? Ah, er kommt schon. Ist da irgendjemand zu sehen? Nein, sieht so aus, als wäre es schon seit Jahren verlassen. Na toll. Und was machen wir jetzt? Weiß nicht. Schwesterchen, was werden wir jetzt tun? Es gibt noch zwei weitere Gebäude, da und da. Martin und Gary gehen dorthin und wir versuchen es hier. Also gut, wie machen wir das jetzt? Marilyn! Ich sehe mal da unten nach. Es
abgeschlossen. Das war das letzte Mal, dass ich mit dir oder deiner Schwester etwas unternehme. Und wie schmeckt dir die Zigarette hier in der Höhenlage? Gut, wieso? Komm schon, lass uns mal sehen, ob die Mädels was gefunden haben. Ist euch aufgefallen, dass die Sonne immer noch nicht untergegangen ist? Es scheint, als würde sie umherwandern. Sie haben alles verrammelt. Und nun? Wir sollten uns noch ein wenig umsehen, solange es noch hell ist. Und nach Hinweisen suchen, wie bei Scooby-Doo. Alles klar, Daphne. Sucht ihr schön nach Hinweisen. Ich baue mein Zelt auf. Gut, ich werde mich mal etwas umsehen. Vielleicht hatte Marilyn ihr Zelt ja irgendwo in der Nähe. Da drin hat irgendjemand seine Sachen. Warte kurz. Ich habe für meine Brille Werkzeuge dabei. Vielleicht kriegen wir es damit auf. Oder es gibt möglicherweise ein Seitenfenster oder so, das wir leichter aufbekommen. Diese Häuser müssten doch eigentlich auch eine Hintertür haben. Fuck, Kent's! Oh mein Gott. Ich finde dich gerade unglaublich sexy. Martin will das bestimmt auch sehen. Scheiße. Er ist leer. Aber er könnte eh gehört haben, aber ich weiß es nicht genau. Sieh dir das hier an. Was hast du da? Ein Gästebuch mit allen Leuten, die mal hier waren. Das könnte was sein. Und steht ihr Name auch irgendwo in diesem Buch? Marilyn! Marilyn! Also, wenn du jetzt nicht sofort rauskommst, werde ich Mackenzie wohl erzählen müssen, dass du einmal mit Aaron Dorsey geschlafen hast, und zwar in ihrem Bett. Gut, du bist wohl doch nicht hier. Ich bin wohl allein hier draußen und rede mit mir selbst. Ja, das ist toll. Oh, Scheiße! Wo sind denn die anderen? Oh, wir sind in das Haus eingebrochen und Mackenzie hat die Tür mit einer Axt eingeschlagen. So wie Jack Nicholson in The Shining zugeschlagen hat. Direkt in die Brust. Ah! Das war echt knallhart. Du bist ganz schön verdorben. Ja, na wir gehen wieder zurück, komm schon. Nein, ich denke, dass Scooby-Doo und die anderen ohne Fred und Daphne zurechtkommen. Oh, wir sind jetzt Fred und Daphne, sagst du? Ja, Daphne war richtig heiß. Oh ja, das war sie wirklich. Aber Fred war eher ein Idiot, oder? Nein, er hatte diese coole Krawatte. Aha. Komm schon, wir müssen zurück. Ich meine, wir könnten hier natürlich auch noch ein wenig nach Hinweisen suchen. Ja, vielleicht sollten wir das wirklich. Ich meine, es gibt hier noch viel abzusuchen. Es waren echt eine Menge Leute hier. Sieh nach, wer sich als letztes eingetragen hat. Gregory und Allison Scott, 1957. Ich finde es hier echt komisch. Dieses Kästchen und diese Papiere. Alles ist auf 1957 datiert. Diese Bilder hier. Wo
Woher hast du das? Das habe ich von dem Mann aus dem Restaurant. Er sagte, seine Frau hätte hier eine Kette oder sowas verloren. Was ist? Ich sah sie. Mir geht's gut. Wir sind schon ganz schön lange hier draußen. Wir gehen lieber. Was meinst du damit, du hast sie gesehen? Sie war doch... Ich weiß nicht, Ich weiß nicht, was ich da gesehen habe. Vergiss es. Da war nichts. Hey, Edgar. Du hast doch diese Werkzeuge. Die können wir jetzt brauchen, um dieses Kästchen zu öffnen. Ja. Mir ist gerade so richtig bewusst geworden, dass wir hier eingebrochen sind. Hier muss doch jemand wohnen. Ja. Und derjenige wird es verstehen. Oder soll ich die Axt wiederholen? Nicht, dass du dich wunderst. Die Sonne steht immer noch am Himmel und es ist fast 11. Konntet ihr irgendetwas entdecken? Nein. Habt ihr auch gesucht? Ja, du Spinner. Wir haben uns hier umgesehen, während du hier rumgesessen hast. Die Köpfe müssen runter. Ich sagte ihnen, dass sie die Köpfe abtrennen müssen. Aber sie haben mir nicht zugehört. Und jetzt seht ihr an, was mit mir passiert ist. Macht sich jemand Gedanken wegen der Sonne? Es ist fast Mitternacht. Was zum Teufel geht hier vor? Wo ist Mackenzie? Sie ist da oben im Gästehaus. Was ist passiert, hä? Geht es dir gut? Entschuldigung. Ich dachte, ich hätte eine Ratte oder so gesehen. Oh mein Gott. Ich verstehe es nicht. Warum sollte Marilyn herkommen? Ich meine, seht euch hier doch mal um. Vielleicht hat sie vor einem Sturm oder so Schutz gesucht. Könnte sein. Hast du deine Werkzeuge dabei? Ich will unbedingt diesen Kasten aufmachen. Wieso? Weil es die einzige Stelle hier ist, wo ich noch nicht nachgesehen habe. Das ist ja schon gut, Lizzie Borden. Willst du noch was anderes öffnen? Nein. Es ist nur ein einfaches Schloss. Gib her. Wir müssen nichts kaputt machen. Halt das hier fest. Nein, die andere Seite. Na gut. Was? Ach,
Es ist nur... Es erinnert mich an das eine Weihnachten, als wir noch Kinder waren. Als wir den Schrank aufgebrochen haben und all unsere Geschenke fanden? Ja, genau. Es war nicht gerade schön, die ganzen Geschenke so uneingepackt zu sehen. Ja. Unsere Überraschung mussten wir dann gut vorspielen. Und wir mussten auch so tun, als hätten wir Moms Vibrator nie entdeckt. Alles klar. Halt weiter fest. Das wird doch nicht funktionieren. Eins, zwei, drei. Siehst du? Hat geklappt. Wo habt ihr solche Sachen nur gelernt? Das? Tja, würdest du wohl gerne wissen. Ist sie das? Ja. Wisst ihr noch im Restaurant, da war doch dieser Kerl. Er zeigte uns ein Bild seiner Frau und dass sie eine Kette oder so verloren hätte. Und das hier ist sie. Ihr solltet euch das hier mal ansehen. Was ist das zum Teufel? Was ist das für eine rote Linie? Hör zu, ich bin nun wirklich kein Experte, aber das sieht schon verdächtig nach... Blut aus? Ich hol mal schnell Wasser. Geht es dir gut? Ja, ich bin nur etwas dehydriert. Vielleicht hätten wir ihn doch nicht mitnehmen sollen. Das hier ist einfach zu viel. Ich gehe hin. Wir machen ein Feuer. Hast du Streichhölzer? Ja, im Rucksack. Ist euch hier irgendetwas aufgefallen? Du meinst außer diesen Ketten und dem Blut, das wir da gefunden haben? Nein, alles ist ganz normal. Martin, was machst du denn da? Er holt nur Streichhölzer aus meinem... Verdammt! Was ist das? Was meinst du? Was verdammt nochmal ist das hier, Mackenzie? Hat dir das der Typ aus dem Restaurant gegeben? Du musst dir darüber keine Gedanken machen. Es ist nur Martin nicht! Hm? Nein! Martin! Du verstehst das nicht. Wir brauchen das. Martin, was ist hier los? Diese Seiten sind aus Marilyns Tagebuch. Sie wollte nicht, dass wir sie sehen. Irgendwas Gefährliches existiert da draußen. Was meinst du damit? Marilyn schreibt hier, dass eine Menge Leute in diesem Wald verschwunden sind. Wieso hast du uns nichts davon erzählt? Ich hab nichts von dem Quatsch geglaubt. Das ist... Ich meine, die Geschichte, die er mir da im Restaurant erzählt hat, klang einfach lächerlich. Aber ich glaube, ich hab mich geirrt. Und es stimmt doch. Dieser Ort ist gefährlich.
Und ich denke, wir sind nicht da, wo wir glauben zu sein. Und wo sind wir? In einer anderen Welt. Packt eure Sachen, wir verschwinden. Bitte, Martin. Lass das! Und fass mich nicht an. Glaubst du diesen Blödsinn etwa? Ich weiß es nicht. Und du? Ich glaube ihr die Geschichte lieber und das passiert nichts als andersherum. Packt eure Klamotten. In 10 Minuten sind wir weg. Sie bitte. Nein. Wartet, wartet, wartet. Ich weiß, dass ich's versaut habe. Ich hätte es euch von Anfang an erzählen müssen. Aber es geht um Marilyn. Sie ist hier irgendwo und sie ist in Gefahr. Weißt du, wir alle befinden uns in Gefahr, Mackenzie. Sieh doch einfach nach draußen. Irgendwas stimmt hier ganz offensichtlich nicht. Wir werden Marilyn finden. Aber als erstes werden wir hier verschwinden und überlegen, was zu tun ist. Martin, bitte. Scheiße. Fuck. Toll, wenn ihr unbedingt gehen wollt, dann werde ich euch nicht aufhalten, aber ohne mich werdet ihr den Durchgang niemals finden. Gehen? Wieso sollten wir gehen? Wir sind doch gerade erst hier. Ich koche gerade was. Hast du Hunger? Wisst ihr was? Ich hole noch eins. Hier für dich. Wo ist Edgar? Edgar? Zu Hause und erholt sich. Bei unserer Mom. Was redet ihr da für einen Blödsinn? Da vorne liegt doch seine Tasche. Nein, das ist meine. Das ist nicht seine. Wo zur Hölle ist er? Kann es sein, dass du auf ihn stehst? Hör zu, beim nächsten Mal bringe ich ihn für dich mit. Was ist mit dir, Schwesterchen? Jetzt setz dich, komm schon. Edgar! Kannst du noch ein bisschen Feuerholz mitbringen? Wir haben nicht mehr so viel. Die ist doch weg. Ich wusste gar nicht, dass sie ihn süß findet. Hallo? Hallo? Jetzt glaubst du mir, richtig? Ja. Das ist gut. Dann machen wir uns jetzt an die Arbeit. Hast du die Kette gefunden? Ja. Ich habe sie. Ich habe sie. Sehr gut. Hast du sie gesehen? Nein. Marilyn ist nirgends zu finden. Und meine Freunde verhalten sich ziemlich komisch. Sie sind total verwirrt. Sie wissen nicht, wo wir sind. Sie sind auf dem Weg zu euch. Ihr seid schon zu lange dort. Wen meinen Sie? Die Bleichen. Das sind die, die deine Freunde verwirren. Wo zur Hölle ist meine Schwester? Sie haben gesagt, sie wäre hier. Sie muss gegangen sein. Ich kann dir helfen, sie zu finden. Aber hol erst deine Freunde. Sie müssen die Flüssigkeit zu sich nehmen. Und dann müsst ihr dort verschwinden. Euch bleibt nicht mehr viel Zeit. Sie werden kommen. Mein Freund Edgar. Er ist verschwunden. Finde ihn. Und ruf mich wieder an.
Wo ist Darcy? Darcy... Sie ist... Hier, trink das. Okay. Wo ist Darcy? Gott sei Dank. Ich weiß es nicht. Edgar kann ich auch nicht finden. Was ist hier passiert? Hört ihr das? Was ist das? Das ist... Da schreit doch jemand. Oh mein Gott. Darcy! Los, renn weiter, verdammt! Still, hast du mich verstanden? Wir wissen, was du bist. Wir wissen es! Du hast ihn gefickt, richtig? Ja, das hast du. Lass ihn sofort los! Du Schlampe, du widerst mich an und ich kann es an dir riechen. Du bist ein richtiges Miststück. Ich kann es nicht. Nein, bitte nicht! Stopp! Hilfe! 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 Er ist verrückt geworden! Bitte helf mir! Edgar! Stopp! Bitte! Bitte nein! Du legst ihn ab. Edgar! Hier wohnt der Teufel. Auf drei. Edgar! Nein, nein, nein! Darcy, sie werden euch alle holen. Morgen! Eins. Dann wird eure Körper öffnen. Nein! Edgar, zwei! Und dann vertilgen sie euch, und zwar von innen. Drei! Scheiße. Du musst draufdrücken. Draufdrücken. Du darfst dich nicht bewegen, sonst blutet es noch stärker. Du musst ruhig liegen bleiben. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Wir müssen sie in ein Krankenhaus bringen, und zwar sofort. Wer bist du? Was wollt ihr von mir? Was wollt ihr von mir? Hey, hast du noch eins von diesen Fläschchen? Ich habe noch eins. Hol sie! Gut, gut. Atme, atme einfach. Und was ist mit, was ist mit Edgar? Trink das. Hey, hey. Geht's dir gut? Mein Knöchel ist gebrochen. Mach dir um mich keine Sorgen. Kümmer dich um Darcy. Wo ist Edgar? Er ist total durchgedreht. Wir mussten ihn fesseln. Er hat bestimmt nur eine manische Episode. Ich glaube nicht, dass er verrückt ist. Wir müssen ihm helfen. Nein, ich bin sicher, das ist es nicht. Hört zu, es muss etwas anderes sein. Hilfe! Ist da jemand? Atme. Hey, du musst von ihm fernbleiben. Atme. Sieh mich an und atme einfach weiter. Bitte! Mackenzie. Mackenzie, du machst mir Angst. Bitte sag mir, was hier los ist. Weshalb bin ich hier angekettet? Da ist überall Blut an meinen Händen. Bitte, bitte, du musst mit mir reden. Bitte sag mir, was passiert ist, Mackenzie. Du weißt nichts mehr? Keine Ahnung. Was ist denn geschehen? Habe ich irgendwas Schlimmes getan? Sag es schon.
Mackenzie, was ist denn passiert? Ich habe Angst und an meiner Hand ist ein Biss. Verdammt. Wo ist Morten? Mackenzie, wo ist Darcy? Bitte, wo ist sie? Nein, nein, bitte geh nicht. Ich erinnere mich an nichts mehr. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Bitte, du musst mit mir sprechen. Bitte geh jetzt nicht weg. Du musst mit mir sprechen. Ich kann mich doch nicht mehr an nichts mehr erinnern. Bitte. Was verdammt nochmal ist hier geschehen? Wie geht's ihm? Er kann sich an nichts mehr erinnern. Er sieht aber sonst ganz normal aus. Ja, aber das ist er nicht. Genauso wenig wie Sie. Er ist da draußen festgemacht. So kann niemandem was geschehen. Auch ihm selbst nicht. Und wir müssen Sie jetzt in ein Krankenhaus bringen. Und du wirst mir jetzt helfen! Okay, Schatz, hör mir jetzt zu. Wir werden dich jetzt ganz langsam hochheben, okay? Ich werde dich hier rausholen. Eins, zwei, drei. Wir können sie nicht bewegen. Du wirst Hilfe holen. Du weißt, wo der Durchgang ist. Ich kümmere mich schon um die drei. Du gehst zum Auto und dann fährst du so schnell du nur kannst und holst uns Hilfe. Verstanden? Ja, verstanden. Gut. Scheiße! Was ist das? Schnell! Das Fenster! Pass auf das Fenster auf! Bitte bleib nur von uns weg. Nein, da ist nichts. Was war das für ein Ding? Das war seine Frau. Die Frau vom Foto? Was zum Teufel ist mit dir geschehen? Ich weiß es nicht. Und was machen wir jetzt? Funktioniert das hier? Weh sofort den Notruf. Die sollen uns orten und dann einen Krankenwagen schicken. Scheiß drauf, die sollen einen Hubschrauber schicken und uns sofort hier wegbringen. Schon gut. Ja, können Sie mich hören? Wir sind hier im Cinder National Park. Zwei meiner Freunde sind sehr schwer verletzt und wir benötigen unbedingt Hilfe. Hey, Connor. Leon? Hast du Edgar gefunden? Irgendwas stimmt nicht mit ihm. Er ist verrückt geworden und hat uns angegriffen. Mach den Lautsprecher an. Hast du meine Frau gesehen? Ja, sie ist da draußen. Irgendwo. Sagten Sie nicht, dass diese Flüssigkeit uns helfen würde, diese komischen Sachen nicht zu sehen? Sie hält Visionen ab. Aber sie ist keine. Sie ist real. Meine Frau ist von einem Dämon besessen. Genauso wie euer Freund. Und wie können wir ihn davon befreien? Es geht nicht. Ihr müsst verschwinden. Geht zum Durchgang. Wo ist meine Schwester? Ich will jetzt wissen, wo sie hin ist. Sie war niemals hier, habe ich recht? Nein. Aber ich kann euch zeigen, wo sie ist. Wenn ihr mir die Kette bringt, geht zum Durchgang. Ich schicke dort jemanden hin. Geht sofort los. Durchgang? Er hat mich angelogen. Sie ist niemals hier gewesen. Was hat er gemeint mit Durchgang? Der Pfad, der uns herführte. Wir haben ihn aktiviert. Er funktioniert wie eine Tür. Deswegen hast du mich also vorgehen lassen. Oh, du alte Bitch. Genug! Es reicht! Hört auf damit! Wir müssen uns jetzt darauf konzentrieren, was wir noch tun können. Hä? Ich werde dorthin gehen. Nehmt das hier. Ruft ihn an und sagt ihm, er soll Hilfe schicken. Wow.
sie holt gerade Hilfe, verstanden? Es tut weh. Es tut so weh. Ich weiß. Ich weiß, aber alles wird wieder gut. Hörst du? Sieh mich an. Ich verspreche dir, du wirst wieder gesund. Wo ist Edgar? Geht es ihm gut? Ja, wir mussten ihn festketten, damit er niemanden verletzt. Das war nicht mein Bruder. Er weiß nicht, was er tut. Er ist krank. Das weiß ich doch. Ich weiß. Er war es nicht. Bitte. Mackenzie holt Hilfe. Martin, bitte. Mach mich von diesen Ketten los, Mann. Was ist mit dir los? Ist das... Es brennt! Oh Gott, Martin! Es brennt so! Es brennt in mir drinnen! Alle tagst du aus hier im Bogapa? Eddie! Juliad! Miran, wo miras? Sie werden dich holen! Renn! Sie werden euch Holle holen! Oh Gott, Darcy, was tust du da? Ich will ihn sehen. Er wollte mich nicht verletzen, bitte! Schon gut. Wo verdammt ist Garrick? Hör mir zu, du wirst hier warten. Garrick? Garrick! Du hast es versprochen. Du hast gesagt, dass du mich liebst. Ich habe dich nie geliebt. Du hast mich verlassen. Du ekelst mich an. Ich kann dich nicht länger ansehen. Und wieso? Du bist wertlos. Wer sollte so jemanden lieben? Du hast gesagt, du liebst mich. Hab gelogen. Niemand liebt dich. Niemand liebt dich. Meine Freunde tun es. Wo sind sie? Sie helfen Darcy. Aber dir helfen sie nicht. Komm doch mit mir. Wohin? Ich zeig's dir. Ich zeige es dir. Hallo? Hallo? Hör zu, ich weiß, dass du dran bist. Hallo? Scheiße. Ich will, dass du hier bleibst. Ich werde gleich zurückkommen. Good. Marilyn. Okay. Okay.
Garrick? Darcy! Edgar? Darcy, bitte! Darcy, hilf mir! Bitte hilf mir! Garrick! Leon, mir ist klar, hörst du, dass die Dinge, die hier vor sich gehen, wohl wichtiger sind als wir. Aber meine Verlobte ist schwer verletzt und braucht Hilfe, sonst wird sie es nicht schaffen. Darcy, was ist passiert? Geht's dir gut? Was ist passiert? Wieso bin ich nur... Oh Gott, was ist nur los mit mir? Du musst mich töten. Ich halte das nicht mehr aus. Ist schon gut, beruhig dich. Ich weiß, dass du es nicht warst. Ich würde dir niemals etwas antun, Darcy. Ich würde niemals... Du bist nur krank. Ich weiß nicht, was ich getan habe. Was ist nur los mit mir? Sie haben mich hier an Ketten festgemacht. Was ist denn nur los mit mir? Du hast ihn Angst gemacht. Aber mir geht es gut. Ich bin gesund. Bitte. Ich weiß. Bitte mach mich los. Ich kann diese Ketten nicht ertragen. Ich werde sonst noch verrückt. Bitte, Darcy, wenn du mich nicht befreist, sterbe ich. Aber wie soll ich? Ich habe die Schlüssel nicht. Die Axt. Darcy, hol die Axt. Mann, wir haben deine Kette. Und es tut mir leid mit deiner Frau. Aber unser Freund... Irgendwas steckt in ihm und ich weiß nicht, wie ich ihm helfen kann. Du kannst ihm nicht helfen. Du schaffst das. Ein Dämon frisst ihn von innen heraus auf. Komm schon, es muss doch irgendetwas geben, was ich tun kann. Du kannst ihm den Kopf abschneiden oder ihn verbrennen. Sonst wird er nicht aufhören, dich zu jagen. Ich glaube, ich schaff das nicht. Doch. Warte! Stopp! Nicht! Ich kann nicht, es sind so starke Schmerzen. Das ist meine Schuld. Das ist alles meine Schuld. Einfach alles. Alles kommt wieder in Ordnung. Du kommst wieder in Ordnung. Kommst du zu mir, bitte? Ich hab dich. Komm her, ich halte dich. Komm zu mir. Ich halte dich. Weißt du noch, als wir klein waren? Mom und Dad stritten sich häufig. Das hat dir Angst gemacht. Dann kamst du immer zu mir und ich hielt dich fest, so wie jetzt. Das weiß ich noch. Ja, weißt du das noch? Alles ist wieder gut. Ja, alles wird wieder gut. Dir geht es bald wieder gut. Sie werden uns bald hier rausholen. Du musst mir glauben, sie sind schon auf dem Weg. Nein, sind sie nicht.
Es wird sich nicht gehen lassen. Bitte, Mann. Du musst versuchen, da rauszukommen. Ich will alles erfahren, was du gesehen hast. Wieso hast du mich getreten, bitteschön? Darcy, du musst von ihm wegbleiben. Darcy? Das ist nicht Darcy. Das war nicht Darcy. Ich weiß nicht, was es war. Sie ist tot. Edgar hat sie getötet. Es tut mir leid, Mark. Oh Gott, Darcy. Mark, es tut mir leid. Es ist alles mein Fehler. Es tut mir so leid. Es ist nicht dein Fehler. Sieh mich an, er hat dich angelogen. Aber Marilyn, sie muss doch hier sein. Wir werden sie finden. Wir werden Marilyn finden. Und dann lassen wir diesen Mistkerl dafür bezahlen, dass er uns hier reinschickt. Er ist der Einzige, der uns helfen kann. Und nur er kann uns hier rausholen. Wir müssen ihn anrufen. Das Handy. Was? Ich hab's verloren. Ich werde es holen gehen. Nein, ich gehe. Ich werde es finden, okay? Lass mich nur ganz kurz überlegen und dann werde ich es... Shh. Ganz leise. Was machen wir jetzt? Du wartest hier. Nein, bitte. Ich bin schneller. Ich renne los und werde das Telefon finden. Nein, geh nicht zurück. Ich liebe dich, Schwesterchen. Entschuldige. Warte hier. Morgen. Morgen, du darfst nicht. Alles okay. Ich werde gleich wieder hier sein. Du darfst mich hier nicht alleine lassen.
Hopkins! Morgan! Sie ist hier drin! Mackenzie! Ich bin hier! Ich bin doch hier! Kenz? Mackenzie? Ich bin doch hier! Wo ist sie hin, Kenz? Komm schon! Morgan! Er kann dich nicht sehen. Wieso nicht? Weil er da drin ist. Die wahre Welt kann er nicht sehen. Morgan, ich bin doch hier! Ich werde dir helfen. Oh nein! Was hast du getan? Er kann dich immer noch nicht hören. Nein! Stopp! Stopp! Du bist aber lebhaft. Du solltest dich beeilen. Wir haben nicht ewig Zeit. Vielleicht behalte ich die hier. Gott. Du könntest mir ruhig helfen. Es ist ja nicht mehr mit anzusehen. Versuch es mit dem Kreuz. Ich denke, sie ist sauber. Habe ich nach deiner Meinung gefragt? Keine Ahnung. Vielleicht sollten wir sie verbrennen. Nein, damit warten wir, bis Leon da ist. Sie wird wach. Hier. Trink was. Das Beruhigungsmittel macht einen trockenen Mund. Das ist gut. Na, siehst du. Das wird jetzt ein wenig wehtun. Nein, 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 nein. Bitte, bitte, bitte! Bitte! Hab ich euch nicht gesagt, ihr sollt damit warten? Und ich hab dir gesagt, du sollst Andrews Jungs nicht mehr einsetzen. Na, wie fühlst du dich? Solltest du das nochmal tun, wirst du danach Blut und Zähne spucken. Lass gut sein. Ich glaube, ich habe das verdient. Wo sind wir? Diese Dinger da im Wald. Keine Sorge, wir sind weit weg vom Cinder Park und befinden uns außerhalb des Durchgangs. Was waren das für Dinger? Wir nennen sie Drogür. Wie nennt ihr sie, Jungs? Blasse Wichser. Jeder nennt sie irgendwie anders. Sie besetzen Körper, deswegen mussten wir das tun. Wir mussten sicherstellen, dass du selbst bist und nicht irgendwas anderes. Hä? Wenn mein Bruder wegen dir tot sein sollte, werde ich dich auch töten. Ich bringe euch alle um. Ich mag die Kleine. Du kannst dich beruhigen, Kleine. Dein Bruder ist am Leben. Er rief mich an, als ich gerade auf dem Weg hierher war. Na gut, Leon. Das war alles sehr spaßig. Aber das Karussell dreht sich weiter und wir sollten keine Zeit mehr verlieren. Mach sie los, aber behalt sie im Auge, ja? Also, welches Axiom ist es dieses Jahr, Jungs? Nummer 4. Wir brauchen also etwas, das diese großen Viecher schlafen lässt. Nichts etwas kann einen Leviathan betäuben. Oder? Vielleicht gibt es doch etwas. Die Jungs aus dieser Gegend mögen den Wettkampf. Sie betreten die verschiedenen Axiome und versuchen, am Leben zu bleiben, oder die Kreaturen zu töten. Von diesem Durchgang gibt es mehr als einen? Ja, es gibt einige. Ein paar Stöße von diesem Spray und sie können euch nicht mehr sehen. Ist wie Mückenspray, aber macht es nicht kaputt. Vielen Dank, Leon. Aber ihr wisst schon, dass es eigentlich eine Art Betrug ist, oder? Wenn du nichts sagst, tun wir es auch nicht. Ihr seid ja völlig krank. Ihr wisst, was da los ist und lasst trotzdem Leute dahin. Ganz ruhig. Wir alle haben dort Menschen verloren.
Wie meine Frau. Wie konnten Sie Ihre Frau dort reingehen lassen? Sie ist nicht reingegangen. Ich habe sie reingebracht. Wieso? Nun, ich würde mal sagen, das geht dich nichts an. Das geht nur mich und Sie was an. Und den Mann, der jetzt nicht mehr lebt. Haben Sie auch Marilyn hineingebracht? Ja, aber sicher. Du verdammtes Arschloch, komm her! Ich denke, das reicht jetzt. Sie haben sie dort reingebracht? Naja, begonnen haben wir mit ihren Freunden. Wir entschieden uns für einen Durchgang mit einem wirklich scheußlichen Biest. Der geborene Killer und ein wahrer Jäger. Nach und nach brachten wir Marilyns Freunde hinein. Und jedes Mal schnappte er sich die Köder. Dann habe ich Marilyn dort angekettet. Nun, und 3 Wochen später war sie immer noch am Leben. Da wusste ich, dass sie was Besonderes ist. Vielleicht sollten wir uns einen kleinen Spaß gönnen. Oh. Du siehst, Marilyn ist noch am Leben. Und dein Bruder lebt auch noch. Noch ist genug Zeit, um einem von ihnen das Leben zu retten. Bleibt die Frage, für wen du dich entscheidest. Für wen? Sie leben beide noch, aber in 2 verschiedenen Axiomen. Wen möchtest du also retten? Sicher triffst du die richtige Entscheidung. Sei still. Das ist wahrscheinlich so ein Geschwisterding, das ich nicht verstehe. Halt endlich dein dreckiges Maul! Nachdem ich Marilyn gerettet habe, holen wir Martin. Warum gibt es das überhaupt? Dieses Axiom? Es soll in den 50ern aufgetaucht sein. Die Regierung war sofort da. Sie riegelten die Gegend ab und begannen mit Tests. Und auf einmal waren sie wieder verschwunden. Irgendjemand fand einen der Durchgänge. Und dann einen weiteren. Weißt du, es verschwinden andauernd Leute in den Nationalparks. Die meisten werden gefunden. Aber einige bleiben wie vom Erdboden verschluckt. Wie viele Durchgänge gibt es? Bis heute 6. Und was befindet sich in den anderen Axiomen? Alle Arten von Bestien. Richtige Monster. Und wer weiß alles davon? Nur wir Einheimischen. Aber wir können unsere Geheimnisse für uns behalten. Wir brauchen hier keine Regierung, die uns unsere Häuser und unser Land wegnimmt. Aber manchmal dringt was nach außen. Cinderpack, dort befindet sich der Durchgang. Dort befindet sich deine Schwester aber nicht. Die Jungs mit den angemalten Gesichtern, die sind da drin und Wetteifer mit dem Karussell. Ha, die Viecher da drin. Schlimme Kreaturen. Cinder Peak. Wir sind da. Der Durchgang ist gleich dort. Folge einfach den Lichtern. Und was ist da drin? Wir nennen ihn den Rapax. Solange er nicht auf der Jagd ist, kann nichts passieren. Sie werden nicht mit mir kommen? Entschuldige, aber meine Reise geht nur bis hierhin. Ich brauche die Waffe. Ein guter Versuch. Hier, ich gebe dir die Taschenlampe. Dort ist es sehr dunkel. Hör mir genau zu. Du solltest dich beeilen. Vielleicht kommst du dann auch wieder raus. Und wenn ich dieses Ding sehe? Nun, wie ich schon sagte, hoffentlich ist er nicht auf der Jagd.
Marilyn. Alles ist gut. Hast du etwa auch unartig? Nein, ich bin hier, um dich zu retten, verstehst du? Wir waren unartig. Auch dass dies Grund ist, sind wir hier. Na gut. Ich krieg's nicht auf. Nein, nein! Er wird mich wieder bestrafen. Ich gehe kurz los, um etwas zu holen. Ich bin gleich wieder da. Es tut mir so leid. Es tut mir so verdammt leid. Oh, die Arme. Verdammt, wir sollten hier nicht reingehen, ohne die Flüssigkeit getrunken zu haben. Los, weiter! Nein, 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 sie sind überall, sie sind in meinem Kopf, sie sind überall, sie sind überall! Sie kommen, sie sind überall! Nein, ja, sie kommen und sie sind einfach überall. Für einen Moment hast du mir echt geglaubt, hä? Hab ein bisschen verrückt gespielt. Weißt du, es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir. Aber das war nicht nett.
Deswegen ist deine Reise hier für dich zu Ende. Hey. Hey, Jesse. Hey, Schatz. Hey, es ist schön, dich zu sehen. Du bist wirklich wegen mir zurückgekommen. Natürlich. Ja, natürlich. Wir dachten, wir hätten dich verloren. Ah.